Und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma, dem wahrscheinlich letzten Part. Und bevor wir runtergehen, möchte ich nochmal zeigen, wie sehr ich trainiert habe. Ein paar Level sind es geworden. 7, um genau zu sein. Und das ist eine schöne KP-Zahl, um das auch mal zu erwähnen. 666. Okay, Columbo, dann ciao. Ne? Auch den anderen goodbye. Die hier noch leben. Ich glaube, Fieder und Roy haben es ja nicht mehr geschafft. Aber gut, dem Rest sagen wir dann Lebewohl. Tschüss, ich will gehen. Warte. So sei es. So. Hat man schon gelesen. Jetzt muss ich runter. Tschüss. Die Klospülung, oh nein. Ich scheine durch Raum und Zeit gefallen zu sein. Was mich wohl in dieser Welt erwarten wird? Na wahrscheinlich ist sie so wie vorher. So. Wir sehen, was sich hier verändert hat. Noch ist alles klar. Weiser. Hallo? Dome, wo bist du gewesen? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ohne dein Wissen könntest du sehr glücklich sein. Oh, hallo. Tschüss. Hallo Weiser. Was ist hier los? Dome, du tatest gut daran zurückzukehren. Ich danke dir für das, was du bisher zur Rettung der Welt getan hast. Doch du scheinst mehr gelernt zu haben, als du solltest. Ich möchte dir etwas zeigen. Folge mir. Folge mich. Ich tu das. Wohin? Raus. Dome, schau in den Himmel. Ist der Kristallnebel nicht wunderbar? Fast alle Körper werden aus demselben Material hergestellt. Verbrauchte Körper werden in neue Formen gegossen. Das Wachstum der Erde ließ auch zwei Mächte entstehen. Das Licht schuf Leben, das Dunkel zerstörte alles Unwichtige. Das Dunkel leuchtet jetzt dein Ende ein. Dome, deine Aufgabe ist erfüllt. Machen wir uns auf den Weg zum Ragnarstein. Ragnarstein, so. Ja. Na dann. Oh, cool. Treppen. Das sieht komisch aus hier. Und das ist eine lange Treppe. Sehr lang. Dies ist der Ragnarstein. Du befindest dich in der Sonne der Unterwelt. Dieser Gang erzählt die Geschichte allen Lebens. Ich kann nichts erkennen. Schöpfen bedeutet Form. Zerstören bedeutet die Auflösung der Form. Diesem Planet wurde ein unheilvolles Schicksal prophezeit. Bald schon werden Licht und Schatten verschmelzen. Es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Für das Wohl der Erde werde ich wie du in wahrer Gestalt streiten. Und damit kommen wir zum vorletzten Boss.
Ja. Und was macht der Hüllstich? Ach, da müssen wir hier an die Seite, damit er uns nicht trifft. Und nochmal. So, was machst du jetzt? Wütet. Oh. Da müssen wir nur ausweichen vor den Strahlen. Und schon wieder. Mach mal was anderes. Los! Ah. Oh, ich muss an den Rand, stimmt. Ah, jetzt. Komm her. Sehr gut. Mit einem Schlag. Ja, mit dem Level ist kein Wunder, ne? Ja, wie wir gesehen haben, ne, das konnte man nicht besiegen, wenn das die ganze Zeit so geflimmert hat, das stachelige Teil. Das muss so stehen bleiben. So, und jetzt kommt der letzte Boss. Ragnarok. Wir sollten uns erinnern, das hier zu benutzen. Sehr wichtig in dem Kampf. Wir müssen das rosa Teil da in der Mitte angreifen. So, da müssen wir aber auch erstmal hinkommen. Ui. Ach stimmt, ich habe mich noch gar nicht geheilt. Warte mal, bevor ich hier irgendwas mache. Das wollte ich noch machen. Ganz vergessen. Aber ich habe genug Götterknollen. Ich nehme mal eine. Und wähle die dann noch aus. Ne, komm, Schutz. Uiuiui, das ist viel abgezogen. Ich fress mal noch gleich eine. So, komm, komm. Oh, ich mache immer noch recht wenig Schaden. Ah, oh, es geht eigentlich. So, komm, 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 runter. Ja, huckt die so blöde rum. Ganz wichtig ist hier der Schutz, ansonsten ist man echt ganz schnell tot. Wie man sieht. Komm runter, komm runter, komm runter, los. Och, komm schon. Du Sack. Komm, 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 los. Ach komm, es fehlt dann immer viel. Der hat genau 1000 Energie. Ja. Komm, 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 los, Dickerchen. Komm, los. Aber es ist coole Musik auf jeden Fall. Na, behindert. Wow. Bum, 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 bum. Na los! Ui, hoch! Ist er nämlich verbrannt. Komm, ja, 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 yes! Besiegt! Ragnarok ist vernichtet. Dome hört eine seltsame Stimme. Eine Stimme, die schon einmal hörte. Am Heldengrab. Es ist nun vorbei. Ragnaras Kräfte sind versiegt. Wer bist du? Was bist du? Ich bin ein Gegenstück der Oberwelt. Ragnarok hat dich erschaffen. Um diesen Planeten zu beherrschen. Ragnarok hat dich geboren, indem er eine Kopie von mir schuf. Nicht nur dich, sondern alle Bewohner Christas. Auch dein Dorf wurde nach einem Vorbild der Oberwelt erschaffen.
Die Welt befindet sich nun wieder im Gleichgewicht. Du hast dies ermöglicht. Die Dunkelheit ist vorüber. Wir haben es geschafft. Oh Gott, lass uns in unsere Welten heimkehren. Bei solchen epischen Momenten kann doch nicht einfach die Framezahl verrückt spielen. Hallo. Das ist also mein Heimatdorf. Sogar das schönste Haus wäre für mich jetzt ohne jede Bedeutung. 50 Frames bitte, dankeschön. Denk daran, auch Melina hat ihr Dorf verloren. Ihre Eltern und ihre Freunde aus dem Dorf wurden alle umgebracht. Das Dorf ist der Grund, weshalb sie ihre Sprache verlor. Ich kann ihren Schmerz sehr gut nachempfinden. Ich dachte nicht, dass man sich ohne eine Heimat so einsam fühlt. Du siehst recht fertig aus. Nun, ich frage mich, wofür ich kämpfte. Der Weise sagte, ich solle die Welt retten. Also ging ich nach oben. Ja, die Welt wurde gerettet. Die Zivilisation erblühte. Doch es war der Plan des Weisen, Ragnaras Plan. Ich fühle mich, als hätte ich Unglück über den Planeten gebracht. Doma hat mehr Verantwortungsbewusstsein, als ich dachte. Du hast deine Aufgabe, Himmel und Erde zu schaffen, erfüllt. Du bist das, was die Menschen einen Gott nennen. In einer Welt voller Leben geschehen aber auch immer Unglücke. Doch so wie es Schlechtes gibt, gibt es auch vieles positive Dinge. Gibt es auch viele positive Dinge. Auf alle Fälle bin ich gerne mit dir gereist, Doma. Fluffy, du hast doch ein gutes Herz. Ist dir das erst jetzt aufgefallen? Fluffy, eine Frage hätte ich noch. Du hast mich lange Zeit begleitet. Sogar im Endkampf warst du tapfer an meiner Seite. Ich habe noch nie gefragt, aber was genau bist du? Ich habe diese Frage erwartet. Dome, bisher hast du unzählige Lebewesen getroffen. Vögel, Löwen, Pinguine, sogar Nixen. Alle diese Lebewesen stammt von einer einzigen Kreatur ab. Vor der Evolution sahen alle so aus wie ich. Menschen lernten, auf zwei Beinen zu laufen und Werkzeuge zu bedienen. Jetzt verlassen sie sich nur noch auf Maschinen. Vielleicht werden sie eines Tages wieder so wie ich aussehen. Eine seltsame Vorstellung. Nun gut, später, Doma. Ich muss jetzt gehen. Was? Wohin gehst du, Fluffy? Ich werde schlafen und auf den Tag warten, an dem wieder jemand die Truhe öffnet. Leb wohl, mein Freund. Hörst du mich? Ich bin Divina, die Seele der Oberwelt. Ragnaras Niederlage wird Krista und die Unterwelt vernichten. Die Oberwelt
wird sich langsam wieder erholen. Geschaffen vom Bösen, wurdest du vom Guten wiedergeboren. In dir fließt das Blut Divinas und das Blut Ragnaras. Doch nun ist deine Aufgabe erfüllt. Dein Körper wird bald schwinden. Genieße deshalb deine letzten Tage in Christa. Tome? Tome, was ist los? Hörst du mir zu? Wie? Sorry, ich dachte nach. So, jetzt haben wir nur noch den letzten Tag hier in Christa. Hallo Tome, du siehst so nachdenklich aus. Bedrückt dich was? Höchstens die Framezahl, die schon wieder abkackt. So, jetzt sind wir, wie gesagt, den letzten Tag in Christa bei Melina, Alter. Ach komm schon, jetzt spielt nicht so dumm rum. Es sind die letzten paar Minuten, kommt schon. So, jetzt, ich hoffe, es geht wieder. Gehen wir mal zu unserem Haus gleich. Ich denke mal, die anderen haben nicht so viel zu sagen, wie der zum Beispiel. Tome, etwas an dir hat sich verändert. Krass. Gut, dass du es gemerkt hast. Ja, ich wäre nicht drauf gekommen. Wie bitte? Diese blaue Tür? Das ist die Besenkammer. Bist du in Ordnung? Wenn du meinst. Hat Melina dich wieder geweckt? Irgendwas verändert sich in Christa. Was? Der Weise? So jemanden kenne ich nicht. Dumme, träumst du? Anscheinend hat sich hier etwas gewaltig geändert, also auch in den Erinnerungen der Leute. Es scheint die Framezeit wieder rumzuspacken. Es scheint, diese blaue Tür wäre nie mysteriös gewesen, genauso wenig wie es in Weisen gäbe. Alter. Alles begann in diesem Zimmer. Ob der Weise alles so kommen sah, wie es sich ereignete? Ich erweckte die Zivilisation und Beruga und färbte die Erde dunkel. Maschinen wollten mich nach Berugas Erwachen töten. Doch ich überlebte. Kumario und andere Lebewesen haben mich wiederbelebt. Ich traf mein anderes Ich und erfuhr meine wahre Bestimmung. Die beiden sind ja auch immer noch. Und das erste Zimmer, was wir je gesehen haben. Und da schlafen wir jetzt. Tome, hörst du mich? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich wollte dich in Stockholm als Baby umbringen. In Christa galt nur das Wort des Weisen. Da ich dich jetzt als Erwachsenen sehe, wird mir etwas klar. Alle Menschen sind Individuen und sollten natürlich leben. Christa wird bald verschwunden sein. Doch der Bund des Schicksals wird uns wieder zusammenführen. Tome, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin alles Gute.
Dume fällt in tiefen Schlaf. Und träumt seinen letzten Traum. Er träumt, er sei ein Vogel und schwebe über der Luft, über der Erde, frei. Die Credits, und damit kommen wir auch zum Ende des Spiels. Das ist so der Teil, wo ich jetzt mein Fazit abgeben müsste. Ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich nicht gut darin bin, aber es ist ein wunderbares Spiel, das jeder mal gespielt haben sollte. Jeder, der irgendwie auf RPGs steht oder auf die ältere Art von Spielen. Das Spiel macht echt nicht viel falsch, also falls es überhaupt irgendwas falsch macht. Ich weiß nicht, ob ich mal irgendwelche Mängel an dem Spiel aufgetragen habe. Ich glaube nicht. Ja, spielt es einfach mal selber, falls es euch gefallen hat. Ich kann es echt nur weiterempfehlen. Und vor allem spielt es nicht mit Emulator, das ist echt kacke. Sieht man immer wieder an der Framezahl. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Das ist das erste Projekt, was ich jetzt abschließe, was eigentlich mein zweites Projekt ist. Das erste läuft noch, das ist aber auch ein bisschen länger. Ach ja, was ich noch zeigen wollte, sind die ganzen die Ringe halt, was die alles bewirken. Wie es aussieht, werde ich dir wohl auch nachher zeigen. Während hier die Credits laufen, kann ich noch ein bisschen was erzählen. Der Magie-Teil wird dann nach diesem Part kommen. So als kleinen Bonus-Part. Dann die Nummer 44 wird das also sein. Ich werde hier trotzdem mich schon mal verabschieden. Von allen, die das Let's Play vollständig geschaut haben. Wenn jetzt Leute da, nur da sind, die letzte Folge geschaut haben, dann gut, von denen verabschiede ich mich auch. Was kann man da noch sagen? Ich beende zum ersten Mal ein Projekt, deswegen weiß ich gerade gar nicht, was ich so sagen soll. Kann man zum Bild noch sagen? Fliegt er am Zug vorbei? Habt ihr schon mal geträumt, ein Vogel zu sein und zu fliegen? Ich habe es noch nicht geträumt, muss ich ja mal sagen. Ich weiß auch nicht, ob mir das gefallen würde. Ein Traum wäre sicher mal schön. Aber gut. Naja, ihr könnt auch eure Meinung zu dem Spiel bzw. zu mir drunter schreiben, wie ich es denn dargestellt habe, wie gut, wie ich mich präsentiert habe. Das könnt ihr alles mal drunter schreiben. Würde mich sehr interessieren, wie das bei anderen ankommt. Und möglichst mit mehr als nur mit einer oder zwei Zeilen. Das wäre mir sehr lieb. Und dann verabschiede ich mich schon mal jetzt und lasse einfach den Rest noch laufen bis zum Ende. Und sag bis dahin. Ciao, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis bald.
Ich komme. Wer kann das sein? Es ist doch schon nach Mitternacht. Wer ist da?